dass er die Stimme bekommt. Davon gehe ich aus nach den Gesprächen, die ich bisher mit Mitgliedern des Präsidiums geführt habe, dass er jemand ist, der qualifiziert ist für dieses Amt, habe ich gesagt. Wiederhole ich auch gerne, er ist jemand, der als Profi innerhalb der UEFA, und die UEFA ist einer der wichtigsten Verbände innerhalb der FIFA, hat er jahrelang das Geschäft von der Pike auf betrieben. Er ist für mich ein Mann einer neuen Generation. Mitte 40 ist bei der FIFA eine neue Generation, das muss man so sehen. Und er ist so vernetzt wie kaum ein Zweiter. Ich halte es für nachvollziehbar, wenn sich der europäische Fußball auf Gianni Infantino festlegt. Wobei ich davor warne, zu glauben, man müsse nach dem europäischen Fußball den Weltfußball organisieren. Das wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um Mehrheiten zu generieren bei einem FIFA-Kongress, wo 209 stimmberechtigte Länder anwesend sein werden.